einige der Beschriftungen sehen anders aus. Sie sind grau. Auch die beschrifteten Eisen werden nur im Halbton dargestellt. RC01 ist die Plannummer von unserem Fundamentplan. In einem BIM-Modell sollen alle Stahlbetonbauteile bewährt werden. Zur Bestellung soll die Bewährung in der Regel nach einzelnen Bauteilen oder Plänen aufgeteilt werden. Diese Zuweisung erfolgt über den Parameter Sophistic Assignment. Die Bewährung eines gesamten Projekts wird somit in kleinere Gruppen eingeteilt. Wir sehen hier auch die Eisen von der Stütze. Diese sind dem Plan RC02 zugewiesen, weil wir sie direkt auf dem Stützenplan modelliert haben. Über den Befehl Zuweisung auf der Registerkarte Sophistic Bewährung kann diese Planzugehörigkeit jederzeit geändert werden. Übrigens wird eine Verlegung in einer Ansicht modelliert, die auf keinem Plan platziert ist, können die Eisen nicht automatisch zugewiesen werden. Dies kann hier dann ebenfalls jederzeit nachgeholt werden. In unserem Beispiel brauchen wir die Zuweisung nicht zu ändern. Schließen den Dialog und beginnen mit der Vergabe der Positionsnummern. In den Einstellungen auf dem Tab Positionen können Regeln für die Positionierung, wie zum Beispiel die Reihenfolge sowie das Format der Nummern, angepasst werden. Stellen wir beispielsweise die minimale Stellenanzahl hier auf 2 und bestätigen und schließen den Dialog mit OK. Nach dem Ändern von solch grundlegenden Einstellungen müssen die Positionsnummern neu vergeben werden. Dazu nutzen wir den Befehl Positionieren mit der Option Alle Positionsnummern neu vergeben. Verlegungen mit den gleichen Eigenschaften wie Stabdurchmesser, Biegeform, Abmessungen, Material und so weiter werden automatisch zu einer gemeinsamen Position zusammengefasst. Betrachten wir nun unsere Positionsnummern bei einer erforderlichen Änderung und wechseln dazu hier in diesen Schnitt. Bevor wir gleich die Schenkellänge A unserer Anschlusseisen ändern, beschrifte ich die entsprechenden Stabenden noch flott mit dem Befehl Stabende und das zweite ebenso fertig. So können wir die folgende Änderung besser beobachten und haben nebenbei noch einen weiteren Beschriftungsbefehl kennengelernt. Wir wählen also nun das Anschlusseisen, ändern die Teillänge A auf 25 cm und beobachten dabei die Beschriftung. Die Verlegung erhält sofort eine neue Positionsnummer, da sie nicht mehr mit Position 3 übereinstimmt. Das wollen wir in unserem Fall nicht und gehen deshalb noch einmal zurück. Wenn die gesamte Position geändert werden soll, benutzen wir erst den Befehl Ändern und ändern erneut die Schenkellänge auf 25 cm. Die Positionsnummern werden nun beibehalten, da wir alle Instanzen dieser Verlegung gemeinsam geändert haben. Wie viele Verlegungen wir über den Ändern-Befehl gewählt haben, können wir hier in der Eigenschaftenpalette sehen. In unserem Fall sind es 8 Verlegungen. Welche Verlegungen das sind, können wir in der 3D-Gesamtansicht sehen. Auch wenn auf dem Plan nur ein Fundament zu sehen ist, sind alle 4 Fundamente bewährt und alle Eisen dem Plan RC01 zugewiesen. Einen guten Überblick bietet hier der Sophistic Bewährungsbrowser. Wir finden hier unsere gesamte Bewährung der einzelnen Pläne. Zum Beispiel sehen wir hier unsere 3 Stabstahlpositionen unseres Fundamentplans, wobei zum Beispiel die Position 2 aus 4 Verlegungen besteht, dargestellt über ihre Revit IDs. Wir können die
Verlegungen auch direkt im Browser über das Rechtsklick-Menü wählen und prüfen. Das Ganze auch nochmal kurz für alle Eisen dieses Plans. Und noch einmal ein Blick in unser Modell. Hier fällt auf, dass die zwei hinteren Stützen noch unbewehrt sind. Damit wir am Ende die richtige Eisenanzahl in der Stahlliste vom Stützenplan erhalten, kopieren wir noch schnell die Stützenbewehrungen.